So, und herzlich willkommen zurück. My Test Creative Server Let's Play. Yay. Na, das war komplett falsch. So, also mal sagen, die Folge machen wir auch auf jeden Fall nochmal Höhlentour. Ob wir nächste Woche damit weitermachen, müssen wir schauen. Ich meine, wir haben jetzt damit doch dann gerade mal 3 Folgen in Anspruch genommen. Also, ne, ich meine, mein Test besteht ja aus meinen, ob man nun Bitcoins meint oder. Ist ja auch egal. Und das alles nur für ein Atomkraftwerk, das sowieso nur Optik ist. Was tue ich hier eigentlich? Kann man es mir irgendwas erklären? Gut, dann suchen wir unsere Stelle wieder, wo wir vorhin waren. Das dürfen wir wiederfinden. Das war ja quasi Luftlinie da hinten irgendwo. Wie gesagt, das war ja die Gegend, wo uns damals die Monster begegnet sind immer. Also die Dungeon Master vor allen Dingen. Den gucken wir mal. Hatte mich gerade gefragt, so innerlich, so wann wir eigentlich so viel Langeweile hatten, hier die ganze Hülle auszuleuchten, aber eben, das waren wir ja gar nicht. Das war ja Sören, die das für uns gemacht hat. Danke nochmal dafür. Jetzt habe ich schon wieder Eisen. Was ist denn los? Wie gesagt, Kupfer, ja, Kupfer werden wir echt häufig gebrauchen. Vor allem ist auch Kupfer nicht so oft hier in großen Mengen, wenn ich jetzt so. Aber gerade Eisen finden wir hier so schnell. So, müssen wir eigentlich fast da sein. Da hinten müsste es sein. Willkommen direkt zu dem Platz unserer Träume. Und schon hat das Ronny, das wildliebende Ronny, wieder Eisen entdeckt. Und geht direkt auf Paarungsakt. Ganz schön dunkel hier. Blei! Noch mehr Blei. Hey, lange wird es ja schon dunkel. Licht. Ah. Dann graben wir uns jetzt quasi zu unserer Stelle. Ist ja gleich da vorne. Aber guck mal, viel mehr finden wir auch nicht mehr. Na gut. Habe ich überhaupt Blei gesehen? Ja, tatsächlich. Hier ist ja auch und was.
Lol, was ist hier los? Okay, also hier hinten die Stelle scheint relativ gut zu sein. Noch mehr. Holy shit, Alter. Das gefällt mir gerade ein bisschen. Hier ist noch mehr. Schau, hier geht's schon wieder hoch. Ah, jetzt die Höhle schon da zu Ende. Nice. Also. Jetzt nicht, dass die Höhle zu Ende ist, das nicht, aber. Hab gerade irgendwie innerlich dann damit kombiniert, dass wenn die Höhle zu Ende ist, ist dann eine Mauer und bei einer Mauer sind wir immer schon viel Zeugs gedönst. Ich bin natürlich nicht darüber, dass eine Höhle zu ich bin natürlich nicht froh darüber, dass eine Höhle zu Ende ist. Über eine endlose Höhle mit endlos Ressourcen wäre ich viel lieber dankbar. Was auch immer. Immer so dunkel werden muss hier. So. Springen möchte gelernt sein. Viele Ressourcen hier sind an der Ecke. Und wie wenig Licht hier ist an der Ecke. Oh, schon wieder Blei. Langsam geht mir ganze Blei auf den Sack, Alter. Was soll denn der Scheiß? Okay, bei der Spieltage muss ich jetzt aufpassen. Die ist schon so leer, dass sie so unten im Menü aussieht, wie als wenn sie noch neu wäre. Packe ich mal direkt beiseite. Nicht, dass ich die aus Versehen erwische. Kann ich die weiter eigentlich auch gleich mal wegpacken hier. Das wäre relativ dumm. Direkt die nächste, wird die Fackel abgeschlagen hier. So. Aber man merkt mittlerweile, ne, mit MyTest 5.3 ist doch der Server extrem schnell geworden, also die Lags extrem wenig geworden. Und das merkt man auch direkt hier beim Abbauen, ne? Wenn ich hier abbaue, wie so verrückter, und dann hier direkt esse, da gibt es quasi gar keine Verzögerung mehr. Also, ist schon... Auch wenn es natürlich schade ist, dass, ne, die Inkompatibilitätsprobleme, gerade mit Mofredo und sowas, ist natürlich schade, dass ich die Tiere nicht mehr benutzen kann. Aber an sich muss man schon sagen, das Update auf MyTest 5.3 hat sich echt gelohnt. Das kann man so auf jeden Fall unterschreiben. Wird hier jetzt kein Blei mehr?
Schade. Scheint schon zu Ende zu sein. Okay, jetzt können wir natürlich gucken, ob wir uns einfach nur ein bisschen in die Tiefe graben. Quasi. Aha, ich sehe es. Guck mal, die zweite Tür ja blei. Die ist ja nach Eisenkram, macht doch Vorteile. Hat doch Vorteile. Ausrede. Aber egal. Oh, wir sind wieder voll. Nein. So. Blei. Gut, dann würde ich mal sagen, der Kram muss einfach hier komplett durch, weil wenn da Blei ist und da Blei ist, sollte hier in der Mitte auch Blei sein. Ich hoffe, ach, ist hier unten, ist doch jetzt schon wieder nächstes Blei, das nächste Blei. Also Blei scheint klein wirklich extrem tief runter zu. Alter! Holy shit, was ist denn hier los? Oh mein Gott, Meter. Ganz schön dunkel hier unten. Tja, und was sagt uns das? In Höhlen nicht davor scheuen, auch mal in die Tiefe zu graben. Gut, man hat zwar leider das Problem, dass man dabei natürlich sehr viel Cobblestone auch erstmal weggräbt. Was natürlich zum einen sehr viel Schutt verursacht. Und zum anderen natürlich auch die Werkzeuge ganz schön abnutzt. Okay, scheint schon mal gewesen zu sein. Dann geht man weiter in die Richtung hier. Also, hier ist wieder nur Eisen. Nö, kein Blei mehr. So, wie komme ich hier wieder raus? Ah, sieht doch gut aus. Alter, wie bei... Oh mein Gott. Hier liegt der Hälfte vom Blei rum. Was ist denn hier los? War das, wo ich voll war, oder war ich einfach zu schnell? So, hier ist noch Blei. Eine letzte Fackel. Und auch das letzte Stück Spitzhacke. So, haben wir noch irgendwo mal ein kleines Käckchen? Blei? Achso, wir haben ja keine Fackel mehr. Muss ich also im beleuchteten Gebiet suchen? Ah, okay. Und das Spitzhacke ist schon so leer. Oh Gott. Ich will das Blei hier haben, aber meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ah. So, hier, die ist etwas besser als. Die ist auch etwas besser. So scheiße. Ah, noch ist ein bisschen rot da. Erst wenn das Rot in den Augen erloschen ist. Weißt du, ist es vorbei. So, hier ist vorbei. Nice, Alter. Okay, ich spüre das jetzt auch schon im hart dunkelroten Bereich. Oh. Bleiben. Oh, guck.
Okay. Ein Block oder sowas kann ich doch abschlagen, dann ist Feierabend. Perfekt. Alles bezackt, nahezu komplett aufgebraucht. Easy. Läuft. Oh, ich schiebe mal der Reihe nach hier rein. So. Oh, mehr als ein Stack. Wieder. Das heißt, er ist mittlerweile, naja, fast 600. Nee, nicht wirklich. Ah ja, nee. Ich mach 500. Na nun? Also immer noch nicht mal die Hälfte. Aber immerhin fast die Hälfte. Also muss man auch, ne? Man kann es so ein bisschen anders formulieren und dann merkt man schon, okay, so unendlich entfernt, wie am Anfang das Shield hier zu schienen schien, schien es gar nicht. So, die Goldtaler kommen in den Goldtisch. Also in das Fach für Gold, meine ich doch, im Tisch. Wer hat sich beschwert, dass ich mich immer noch um teleportieren soll, wo es schneller geht? Ha? 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 Jetzt fliege ich einfach durch. No clip for life, bitch. Ach ja. So. Oh, schön. Ja, 10 Taschen sind voll. 11. Wow. Jetzt habe ich hier die mit. Alles gut. Nee, 2 Taschen sind voll. Haben wir wieder extrem viel Cobblestone. Ich sag ja, unsere Cobblestone-Kiste im Lager braucht mal wieder ein Upgrade. Heftig. Finde ich konkret geil. Lalalala, Lager, ich komme. Ach, schön. Ein bisschen No-Clip rumspielen, muss auch mal sein. Achso, das wollte ich einfach so machen, aber das geht ja leider nicht mit den Taschen. Das heißt, aus den Taschen muss ich jetzt leider erstmal rausholen. Bald draußen ist halt noch Hund rum, Alter. Na gut, Aufnahmezeichen ist eh bald vorbei. Von daher. So, wie viel haben wir denn? 51% voll gerade mal? Ach, da passt noch was rein. Da passen noch, na, so ungefähr 10 Taschen, 8 Taschen, irgendwie so in dem Dreh. Sollte noch reinpassen. Also 8 Taschen voll mit Cobblestone. Passt schon, passt schon. Da geht noch ein bisschen was. Andererseits werden wir noch ein bisschen was brauchen, weil ich meine, ne, wie gesagt, wir haben jetzt nicht mal die Hälfte an Blei. Das heißt, alleine durchs Blei werden noch mal mindestens 2 Packs voll wahrscheinlich mit Stein. Also mit Cobblestone. Ja. Und dann ist das noch lange nicht unser letztes Bauprojekt. Auch wenn das bisher größte von dem, wenn man jetzt davon geht, wie viel Menge an Rohstoffen wir extra dafür sammeln brauchen, dabei tun haben. Gedingst. So, genau. Hier haben wir jetzt nur noch das Zeug drin. So, dann würde ich mal sagen, dann war es das für diese Woche auch. Noch mal was anfangen, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Steine haben wir jetzt alle weggebracht und unsere Taschen sind also wieder komplett schön leer und frei. Was ich noch gucken wollte, ist hier. Hier hatten wir doch irgendwas. Ach so, ja gut, hier. Diese Bowl of Chili. Kommst du mal nach da? Fehlt da drin noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Höchstens noch ein Stack von diesen Blaubeeren. Damit, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und ich wirklich komplett dumm bin und komplett vergeige, ja, dann haben wir hier wenigstens noch ein bisschen. Ich meine, der, Gott, wie war das jetzt nochmal? Der mir diese Nachricht geschrieben hat, die ich letzte Woche gezeigt hatte,
Er meinte zwar ein bisschen Vollkornbrot da reinpacken, aber dann müsste ich erstmal Vollkornbrot machen. Vor allem haben wir so viel Getreide eigentlich? Doch, eigentlich müssen wir ordentlich Getreide haben. Also ein Stack an Vollkornbroten sollten wir eigentlich hinbekommen. Und ganz ehrlich, genug Öfen haben wir ja. Aber schauen, vielleicht denke ich doch mal später dran, dann machen wir es vielleicht mal nächste Woche. Zum Lager gehen, ganz viel Getreide holen, also Getreidekörner, die Monster da. Wobei, eigentlich, wenn wir dieses Mischgetreide machen, aus viermal, ich wollte gerade sagen, dann bekommen wir quasi auch viermal Getreide, also viermal Teigmischung raus. Aber eben ist das sowieso, dass man viermal Getreide für einmal Teigmischung braucht, von daher ist das ja so in dem Moment sowieso nicht mehr. Ja. Mehr. Genau mehr. Was? Lol? Okay. Ja, siehst du hier jetzt mal viermal. So, gucken wir mal direkt nach Flur. Ach, weil das ist jetzt Deutsche, weil das ist deswegen. Weil eben, das hier ist ja Deutsche. Ne, Mehl. Bam. Aber hier geht's nicht. Obwohl es beide von der Farming Mod ist. Verstehe ich nicht. Aber ich sortiere es nämlich auch viermal. Von daher hat man da von der Masse her keinen Gewinn. Vor allem witzig, dass man das hier einfach grinden kann. Wie geil ist das denn? Vor allen Dingen ist ja dieses Grinding von der Technics Mod. Das heißt, Technics Mod hat extra ein Rezept, für etwas aus der Farming Mod. Obwohl, nicht, stimmt gar nicht. Klar, das normale Mehl ist ja auch in Vanilla Mites dabei. Eben, weil das ist ja, ne, Vanilla Mites arbeitet ja auch mit Mehl. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, eine müssen wir noch. Aber glaube, ist in Vanilla Mintest. Doch, da macht man aus dem Getreide auch erstmal Mehl und daraus dein erstes Brot. Doch, genau, genau, doch. Ja, das ist nämlich. Das ist der Grund, weswegen es das für das normale Mehl gibt, aber hierfür nicht. Schade eigentlich. Aber gut, das würde auch nicht gar nicht klappen, weil eben hier hast du einmal Weizensamen, um daraus Mehl zu machen. Und hier hättest du denn ja, müsstest du, na gut, okay, viermal Weizensamen und daraus dann viermal Mehl zu bekommen oder sowas, keine Ahnung. Und das erklärt auch, warum das übersetzt ist. Weil da kommt nämlich die Übersetzung dadurch, dass das es ja auch in Vanilla Mintest gibt. Ach ja, es wäre halt mal cool, wenn es irgendwie mal so eine Art Mintest übergreifendes Projekt gibt, das zum einen so Rezepte erstellt, die halt ne, modübergreifend ist, weil wie gesagt, es ist halt so, dass die Technics Mod vielleicht guckt, okay, habe ich die und die Mod, dann habe ich auch für die und die Mod Rezepte, gerade bei der Farming Mod zum Beispiel hat man das ja, aber nicht, dass es dabei wirklich so Mintest übergreifendes Projekt gibt, quasi so ein Monster-Mod, die quasi guckt, okay, ich kenne fast alle Mods, gucke, welche Mods gibt es auf dem Server und dann quasi selber nochmal Rezepte, Mischungen, also ne, halt Rezepte bereitstelle und vor allen Dingen dabei dann auch quasi ein meistens übergreifendes Übersetzungsprojekt stattfindet. Dass diese Mod also auch dann für Mods, die selber keine Übersetzung bieten, weil die Mods halt entweder tot sind, nicht mehr weiterentwickelt werden und halt die letzte Version dann aber schon so alt ist, dass damals noch nicht die Rede davon war, von Übersetzungen. Für all sowas halt quasi denn eine Mod, die dann eben für solche Fälle Übersetzungen anbietet. Das wäre halt schon geil. Aber ich glaube mal, die Mühe wird sich niemand machen. So. Oh, sieht doch gut aus. Jetzt haben wir hier auch wieder schon viel Platz für weitere Scheiße. Ach, geil. Aber wir haben mittlerweile wieder fast 4 Stacks an Kupfer. Also Kupfer geht auch langsam wieder in den gelben Bereich. Zwar noch weit nicht im grünen Bereich, ne? Aber zumindest im gelben Bereich. Weil man hat ja leider gesehen, wie schnell Kupfer auch wieder aufgebraucht wird. Lass mal ein paar MV-Geräte machen, dann brauchst du wieder 300 Trafos. Ne, bei 300 Trafos, ne, Kupfer AD. Leider. Das kannst du leider, Tür zu, Affe tot. Das ist leider sehr verbrauchsintensiv, das Kupfer.
Stahl auch, aber Stahl haben wir halt massig. Da fällt es nicht so auf. Ja. So, dann muss ich mal sagen, das war's für diese Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann machen wir noch so eins. Je nachdem, wie viel Lust ich drauf habe. Vielleicht machen wir nächste Woche komplett nur Höhle. Hoffe ich nicht. Aber wenn ich Bock drauf habe, warum nicht? Werden wir dann sehen, wenn es weit ist. Von daher, ey, aber nächste Woche schaffen wir jetzt 250 Folgen. Lol. Bis dann.